Grüß euch vom Gericht Innsbruck. Heute ein nur teilpolitisches Video zum Osterfest. Ja, die Osterfeiertage sind ja schon mittendrin, sagen wir, oder schon kurz vor der Tür. Natürlich eines der größten Feste in der Kirche, das wissen wir ja alle. Ja, jetzt haben wir gesagt, machen wir auch noch kleine Gedanken zum Osterfest. Wir haben ja da einen Haufen bunte Ostereier. Jetzt schauen wir mal. Nehmen wir mal das erste, das ist das grüne Ei. Das ist also praktisch symbolhaft für die grüne Politik die letzten 4 Jahre. Was ist da geschehen? Eigentlich unterm Strich sehr, sehr wenig. Einen grünen Bürgermeister haben wir, der völlig überfordert ist und eigentlich normalerweise gar nicht mehr tragbar. Dann haben wir noch den Grüngedanken, der zielt darauf ab, den Verkehr zum Erliegen zu bringen und den Autofahrern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Was haben wir nachher noch? Dann haben wir die Roten. Von sozialen Themen schon weit entfernt. Also die Roten sind lange nicht mehr das, was sie mal gewesen sind. Derzeit sind sie so, dass sie eigentlich nur, um am Futtertrog der Macht zu bleiben, bei den Grünen, bei allen mitgehen, fleißig die Hände aufreißen. Eigentlich schleppen Trainer gar von Grün. Also wie gesagt, die Eier sind auch nicht besonders. Dann, wir haben versucht, gelbe und schwarze Eier zu bekommen. Haben aber keine gekriegt, vielleicht auch deswegen, weil sich die Schwarzen und die Gelben bei wichtigen Entscheidungen gerade in letzter Zeit, das wisst ihr vielleicht, was ich meine, der Stimme enthalten, meinungslos. Deswegen haben sie auch vielleicht keine Farbe auf die Eier gekriegt. Dann, was haben wir nachher noch? Die zwei Farben der Opposition. Und wenn ich jetzt gerade unseres nehme, unseres Oranges, wir sind also weiterhin natürlich sehr hellhörig, was da alles falsch läuft in Innsbruck, werden das weiterhin thematisieren. Sind den Grünen natürlich der größte Dorn im Auge, das ist eh mittlerweile bekannt, deswegen lassen wir aber trotzdem nicht locker. Ich wünsche euch für Ostern jetzt ein wunderschönes Osterfest, schöne Tage, das Wetter passt auch einigermaßen, sogar besser, wie sie angesagt haben. Und noch eine kleine Osterüberraschung für alle Verkehrsteilnehmer im Allgemeinen, aber für die Autofahrer im Speziellen. Es wird am Mittwoch, am kommenden, den 20. April, vom Gericht Innsbruck wiederum ein Abwahlantrag gegen die Stauverkehrsgöttin Uschi Schwarzl von uns eingebracht. Beim letzten Mal haben sich ja gewisse, wie ich schon gesagt habe, enthalten. Mittlerweile hat sich einiges getan. Sie hat auch, was die Kultur anbelangt, total daneben gegriffen. Das wird dann auch in einem unserer nächsten Berichte sozusagen noch einmal thematisiert. Jetzt können alle Bürgerlichen, alle Vernünftigen einmal sagen, für was sie stehen. Und für euch ist das auch eine wichtige Entscheidung, zukünftig oder dann, wenn es zur Wahl kommt. Wer hat mit diesem Schwachsinn, den wir da in Innsbruck haben, mit diesem Grünen nach wie vor, kann damit leben und tut sie sogar noch fördern oder bestätigen? Oder wer sagt endlich, jetzt ist der Ofen aus, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Frau endlich einmal wegbringen. Also noch einmal, ich wiederhole mich, Abwahlantrag, Uschi Schwarzl, komme der Gemeinderat, passt auf, wir halten euch natürlich am Laufenden. Ich wünsche euch allen ein recht ein schönes Osterfest, macht es gut, Servus Innsbruck und Servus Tirol.